Okay, hi Bronco hier. Mit dem Thema, wie man die Face-ID beim Apple Store und bei der Wallet ausschalten kann. Das Ganze ist recht einfach. Wir gehen hier auf Einstellung, also auf das Zahnrad, befinden uns jetzt in Einstellung, müssen runterscrollen und zwar zu Face-ID und Code. Dort klicken wir rauf. Jetzt müssen wir unseren Code eingeben. Und hier haben wir es. Man kann die Face-ID auch noch für andere Sachen wegmachen. Zum Beispiel iPhone entsperren und so. Würde ich euch aber nicht empfehlen. Ja, da das mit so die beste Fähigkeit ist, fände ich so vom iPhone, dass das iPhone euer Gesicht erkennen kann und so das iPhone entsperren kann. Wo man die Face-ID allerdings ausmachen kann, ist bei, ich weiß nicht, bei Wallet, bei Apple Pay. Ja, sagen wir mal, wir machen das aus und Face ID nicht mehr für Wallet und Apple Pay verwenden. Also wenn ihr da oft drinne seid und ihr habt echt keine Lust andauernd da euer Gesicht und sowas zu zeigen und so, dann kann man das ausmachen, genauso bei iTunes oder beim App Store. Also hier steht es auch nochmal, das iPhone kann die eindeutigen dreidimensionalen Merkmale deines Gesichts erkennen, um sicheren Zugriff auf Apps und Zahlungen zuzulassen. Ja, okay. Ich hoffe, das Video hat einigen weitergeholfen. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei.